Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Ja, Pflanzen vs. Zombies 2. Vermutlich hätte keiner erwartet, dass ich dieses Spiel bringe. Warum ich es bringe? Weil ich Pflanzen vs. Zombies liebe. Ich liebe dieses Spiel abgöttisch. Ich liebe es. Pflanzen vs. Zombies ist für mich einfach... Ah, ich liebe es. Ich spiele alleine den ersten Teil so unheimlich gern, sei es am PC, sei es am Handy. Ich liebe es einfach. Ich spiele es komplett durch, ohne zu verrecken, weil ich es einfach schon so oft gespielt habe. Und heute ist es soweit. Pflanzen vs. Zombies 2. Wir werden jetzt als erstes mal hier das Video abspielen. Und dann werde ich euch noch ein, zwei Worte dazu sagen, bevor wir loslegen. Wobei, das könnten wir eigentlich auch während des Spiels machen. Ja, bevor die ersten Fragen kommen, wie ich dieses Spiel aufnehme, ich habe einen Emulator. Ich spiele es ja schon eine Weile auf Android und jetzt habe ich mir einen Emulator geholt und endlich zum Laufen gebracht. Ich habe es so lange rumprobiert. Auf meinem Laptop lief es gar nicht. Das Spiel startete nicht. Der Emulator lief, aber das Spiel startete nicht. Auf dem Laptop meines Partners? Ja, da lief es, aber da leckte es wie Sau. Und hier? Hier scheint es zu funktionieren und ich freue mich. Ich weiß noch nicht, ob wir es durchspielen werden. Das kann ich nicht sagen, denn es ist ein Emulator, es ist eine Beta. Also der Emulator ist eine Beta und das kann zu Fehlern führen. Wer weiß, ob wir es durchspielen können. Wir werden es am Ende sehen. Aber ansonsten haben wir einfach eine schöne Zeit, hoffe ich zumindest. Und wenn wir nur zwei Levels sehen, dann sind wir nur zwei Levels. Das sind zwei Levels Spaß, wie ich finde, die sich mehr wie rentieren. So, möchtest du die Grundlagen vom Plants vs. Zombies durchspielen? Natürlich, wir kennen sie zwar schon, so ziemlich wie, so fast jeder von euch wird wissen, wie die Grundlagen von Pflanzen vs. Zombies funktionieren. Die wenigsten werden das Spiel noch nicht gesehen haben. Wir haben hier Pflanzen, das steht eh schon hier, ziehe ein Samenpärchen auf den Rasen. Wir haben hier Pflanzen und hier links haben wir Sonnen. Und mit diesen Sonnen arbeiten wir. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr die Maus vor mir seht. Das werde ich dann am Ende der Aufnahme sehen, weil mit dem Emulator habe ich noch keine Erfahrung. Das ist das erste Mal, dass ich damit aufnehme. Genau, wir haben hier Sonnen. Die werden dann hier auch Stück für Stück runterploppen. Und mit den Sonnen erkaufen wir uns diese Pflanzen. Die ziehen wir jetzt mal hier hin. Gut gemacht. Du kannst auch etwas pflanzen, indem du das Samenpäckchen... und dann auf den Rasen pflanzt. Das war super. Sammle weitere Sonnen, du brauchst sie für neue Pflanzen. Jetzt habe ich natürlich den Satz nicht gelesen. Okay. Prima, du hast genug Sonne für eine nächste Pflanze gesammelt. Okay, das erste Mal haben wir sie gepackt und hier rübergezogen. Wir können sie aber auch anklicken und dann einfach hier hinklicken. Und dann passiert das Gleiche. Die Zombies dürfen ein Haus nicht erreichen. Genauso ist es, denn hier von rechts werden jetzt Zombies kommen. Und die werden dann den Rasen entlang laufen bis nach vorne und werden hier aber jetzt von meinen P-Shooters abgeschossen. Sollte der Zombie diese Pflanze erreichen, fängt er an, sie zusammenzufressen. Wenn er lange genug fressen kann, dann stirbt die Pflanze und verschwindet. Kommen die Zombies irgendwann bis zum Ende durch, dann werden sie von dem Rasenmäher plattgewalzt. Wenn hier ein Zombie ist und hier zwei hinten, rechts hinten, dann werden die natürlich auch plattgewalzt. Kommt dann wieder eine Welle von Zombies und kommt wieder durch, naja, dann ist kein Rasenmäher mehr da und dann werden die einfach mal just for fun getötet. Also wir werden getötet. Unser Brain, unser Hirn wird dann gefressen. Das hört sich doch traumhaft an, oder? Hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Wir haben jetzt schon drei P-Shooter gepflanzt und ich denke, das dürfte kein Problem sein. Wer das Tutorial nicht schafft, nun gut, der sollte das Spiel am besten nicht spielen. Aber das Tutorial muss man schaffen, da kommt man gar nicht drum rum. Man sieht schon, spätestens jetzt, wo wir die vierte pflanzen, ist alles gut. Und? 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 Schwupps. Ich bin am Überlegen, ob ich diesen Part hochlade, bevor Bayonetta vorbei ist. Nur so als kleine Einstimmung, dass ihr seht, was als nächstes kommt. Wir haben soeben die Sonnenblume erhalten. Du hast eine neue Pflanze. Sonnenblume gibt dir extra Sonne. Das hören wir doch gerne. Auch das kennen wir ja schon vom ersten Pflanzen vs. Zombies. Yulatrans Haus, Tag 2. Und jetzt haben wir schon drei Lines, die es zu beschützen gilt. Sonnenblumen sind äußerst wichtige Pflanzen. Die pflanzen wir mal dahin. Die werden nämlich jetzt in alle paar Sekunden auch Sonnen droppen. Das hat den Vorteil, dass wir nicht nur auf die warten müssen, die vom Himmel fallen, sondern eben auch hier von unseren Sonnenblumen holen können. Je mehr Sonnenblumen du hast, desto schneller kannst du pflanzen. Genau, so ist es. Denn je mehr Sonnenblumen wir haben, umso öfter werden auch hier diese Sonnen auftauchen, mit denen wir dann wiederum neue Pflanzen kaufen können. Später werden die nämlich auch ziemlich teuer und da wird es ein bisschen kompliziert. Aber naja, ich suchte das Spiel jetzt schon eine Weile auf dem Android, weil iOS, also ein Apple iPhone, habe ich keines. Ich habe auch... Ach, scheiße.
Ja, das habe ich jetzt wieder super gemacht. Normalerweise warte ich, bis der erste Zombie kommt, damit ich weiß, auf welcher Line ich beginnen muss, die P-Shooter zu setzen. Aber egal. Ja, nach einer Zeit kam jedenfalls das Spiel auch für Android raus. Ich habe auch kein Android, aber mein Partner hat ein Android. Dementsprechend, ja, muss er halt das Handy immer wieder abtreten an mich. Ja, Pflanzen vs. Zombies habe ich selbst kennengelernt auf meinem Windows-Phone. Da gab es das im Marketplace und ich dachte mir, naja, probier's mal aus, was es ist. Und ich fand's dann gar nicht mal so übel. Und hab gespielt und fand es dann so gut, dass ich dann gesagt habe, nee, also Junge, da geht gar nichts. Das ist nur Demo, nee, vergiss es. Wenn dann kaufe ich mir das Spiel. Und das habe ich dann auch gemacht, hab's mir gekauft. Und als ich dann herausgefunden habe, dass es Pflanzen vs. Zombies 2 geben soll, boah, da bin ich im Dreieck gesprungen vor Freude. Das kam dann jetzt raus für iPhone. Das hat mich gefreut. Ich habe es auf der Gamescom auch kurz angezockt und ich war so begeistert. Und war aber dementsprechend auch total niedergeschlagen, als ich mitbekommen habe, dass es wirklich erst nur iOS-only ist. Und oh, nervig. Und fürs Windows Phone gibt es immer noch nicht. Und naja. Aber heute ist es soweit. Und wir sehen schon, die Zombies haben überhaupt keine Chance. Das tut mir jetzt aber leid. Oh. So, das war jetzt der zweite Teil des Tutorials. Und wir haben etwas Neues bekommen. Juhu! Du hast eine neue Pflanze, Walnuss. Die Betonung auf Wall wie, naja, Wall, Mauer, Wall, Erdwall, Wall. Nicht Wal, Walnuss. Schreibt man Walnuss eigentlich immer mit zwei? Nee, schreibt man nie mit zwei L, oder? Nur mit einer? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls Walnuss. Wehrt Zombies ab und schützt deine Pflanzen. Denn diese Nuss hat einen ganz, ganz großen Vorteil. Sie wird nicht so schnell gefressen wie die normalen Pflanzen, denn da knabbern die nicht lange dran. Warte! Okay. Diese rückwärts ausgerichteten Pflanzen stehen im Weg. Zieh die Schaufel auf eine Pflanze, um sie zu entfernen. Okay. Grab weiter, bis keine Pflanzen mehr auf dem Rasen sind. Und hier auch ist es auch so, es reicht, wenn wir anklicken und dann die Pflanze anklicken. Wir müssen nicht ziehen. Mit der Schaufel kannst du Platz für andere Pflanzen schaffen. Okay. So, denn wenn wir eine Pflanze hier pflanzen und so ein Zombie kommt, dann macht er Knirsch, Knarsch, Knirsch, Knarsch, Knirsch, Knarsch und vielleicht noch einmal Knirsch, Knarsch und dann ist die Pflanze weg. Bei so einem Walnüsschen, das sieht schon ein bisschen anders aus. Da knirscht und knarscht das Zombielein schon ein Weilchen länger dran. Das hat den Vorteil, dass uns nichts anhaben können. Und ich zeige euch das jetzt gleich mal, indem wir einfach mal hier eine Walnuss hinpflanzen. Und das sehen wir. Der fängt jetzt an, diese Walnuss aufzufressen. Und das dauert. Das dauert sehr, sehr lange. Und keine Sorge, ihr werdet später schon noch feststellen, wie lange das dauert, so eine Pflanze aufzufressen. Denn wir werden es vermutlich nicht schaffen, das komplette Spiel zu spielen, ohne dass eine Pflanze von uns angefressen wird. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Das schafft man zumindest in späteren Levels sehr, sehr schwer. So, und der nächste kommt hier. Und wir sehen schon, das Nüsschen ist schon angeknabbert und es zieht auch schon eine Schnute. Das ist nicht gut, das tut mir auch leid für das Nüsschen, aber so ist es nun mal in Pflanzen vs. Zombies. Kann ich leider auch nichts machen. Ja, wer den ersten Teil von Pflanzen vs. Zombies kennt, aber den zweiten nicht, es gibt ein paar Änderungen und die werden wir im Laufe des Spiels noch kennenlernen. Vielleicht habt ihr schon gesehen, in diesem Video, das kurz vor dem Spiel kam, dass das Ganze ein bisschen anders ausschaut. Denn im Moment sieht alles noch relativ so aus, wie man es vorher auch kannte, bis auf das hier unten irgendwie so ein bisschen, ja, so ein komischer Tier, so ein Fossil im Boden ist. Also das ist natürlich so, das sind diese Kleinigkeiten, diese optischen Kleinigkeiten, die sich verändern. Aber es werden sich auch ein paar andere Dinge verändern. Die Pflanzen sehen nur ein bisschen aufgepimpt aus, ein bisschen mehr HD, aber... Die Musik ist jetzt gerade voll umgeschwungen. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Okay. Nee, wir werden später sehen, dass es verschiedene Szenarien geben wird. Das wird ganz interessant, aber ich möchte jetzt noch nicht zu viel verraten. Deswegen werde ich jetzt nichts zu dem sagen, was noch kommt. Ich kann nur sagen, dass mein jetziges Fazit ist, dass es ich bin mir noch nicht sicher, ob mir nicht doch der erste Teil im Moment noch besser gefällt. Aber wer weiß, vielleicht ändert das Let's Play ja alles und es gefällt mir vielleicht am Ende sogar doch besser. Wir werden es sehen. Und hier kommt die nächste und ihr kommt hier nicht durch, das könnt ihr vergessen.
es ist ja mittlerweile dann auch so gewesen im ersten Teil, dass ich genau wusste, wie weit so ein Zombie vorkommen darf, damit da, wenn ich eine Peashooter pflanze, er noch nicht meine Pflanze anknabbern kann. Und wir haben was Neues. Auch diese Pflanze kennen wir noch aus dem ersten Teil, den ich nicht let's played habe. Du hast eine neue Pflanze. Kartoffelmine explodiert bei Kontakt. Das Scharfmachen dauert jedoch etwas. Ja, das werden wir auch noch herausfinden. Werden wir uns alles anschauen. Ab und zu ruckelt es minimal, aber das sollte nicht das Problem sein hier, wenn es so hin und her schwenkt. Ich denke, das ist nicht so schlimm. Pflanzen. Okay. Es ist jetzt so, dass ich natürlich nicht immer die Sonnenblume hier hinpflanzen müsste. Ich kann sie auch irgendwo hier vorne hinpflanzen. Grundsätzlich kann ich die Pflanzen hinpflanzen, wo ich möchte. Zumindest hier noch. Aber ich habe so ein bisschen mein System entwickelt. Wie gesagt, ich spiele ja den ersten Teil schon sehr, sehr lange. Wenn ihr sagt, oh, das ist ein Schmarrn, dass du das so magst, dann könnt ihr mir das gerne sagen. Ist kein Problem. Und hier sehen wir schon, also ich weiß ganz genau, dass der Zombie mindestens bis hier hinkommen kann, dass ich ihn trotzdem noch töte, ohne dass mein Peashooter angefressen wird. Das ist halt einfach so, weil ich das Spiel schon so lange spiele. Wir könnten jetzt einfach mal spaßeshalber hier so eine Kartoffelmine hinpflanzen, damit ihr auch mal seht, wie denn diese Kartoffelmine dann ausschaut, wenn sie explodiert. Okay, hier kommt der nächste. Wir brauchen noch zwei Sonnen, aber keine Sorge, die bekommen wir auch. Ich könnte jetzt schon eine Walnuss pflanzen, aber das rentiert sich überhaupt nicht. Später kommt dann auf alle Fälle noch mehr Action rein. Jetzt am Anfang ist alles noch ein bisschen, ja, gemächlich. Zumindest für mich. Ich würde schon sagen, dass ich ein Minimal-Pro bin. Zumindest im Pflanzen vs. Zombie 1, definitiv. Also das ist für mich, wenn ich mich hinsetze und Pflanzen vs. Zombie 1 spiele, ist es für mich ein No-Death-Run. So, jetzt sehen wir gleich, dass jetzt gleich explodiert, deswegen pflanze ich hier keinen Peashooter. Noch nicht. Denn mit einer Explosion ist er kaputt. Sehr schön. So, jetzt hätte ich natürlich warten können, aber hier, das ist meistens so, die ersten zwei oder drei Zombies kommen einzeln und dann kommen zwei gleichzeitig. Das ist so ein bisschen ein System, das immer irgendwie so ist, wie ich finde. Aber gut, sollte nicht das Problem sein. Okay, noch ist es nicht schwer. Noch ist es ja machbar. Hier kommt einer mit Hütchen. Die mit Hütchen, die sind ein bisschen, so ein kleines bisschen schwerer zu besiegen. Die brauchen ein bisschen länger, denn erst muss das Hütchen fallen und sobald das Hütchen fällt, sind sie genauso wie dieser Zombie hier. Aber ich denke, das ist relativ selbsterklärend. Und hier oben an dieser Leiste meine ich natürlich, sehen wir, wie weit denn der Fortschrittsbalken schon ist. Hier haben wir nur ein so ein Fähnchen. Das bedeutet, dass hier noch die kleinen, so kleine Waves kommen. Und bei diesen Fähnchen kommt so quasi eine große Wave. Und hier haben wir schon einen Sonderfall. Ich pflanze jetzt hier vorsichtshalber eine Kartoffelmine. Denn ihr seht schon, der hat keine so eine Pylone auf, sondern der Gute hat einen Deckel auf, einen Eimer. Und wir hören auch schon am Geplatsche, dass das Ganze auf Eisen trifft. Das heißt, dieses Viechlein ist ein bisschen schwerer zu besiegen. Wir merken auch schon, der mit der Pylone hätte jetzt seine Pylone eigentlich mittlerweile schon verloren. Und bevor wir da jetzt lange in Kauf nehmen... Oh, berühre die Münze, um sie aufzuheben. Sammle Münzen, um später coole Sachen zu kaufen. Na, gerne doch. Bevor wir es riskieren, dass der hier unser Peashooter, oder Erbsenkanone, glaube ich, heißen sie, anfrisst, pflanzen wir lieber eine Kartoffelmine. Dann müssen wir wenigstens keine Gefahr eingehen, dass das blöde Ding unsere liebe Pflanze zusammenfrisst. Das wäre ja blöd. So, das dürfte jetzt eigentlich relativ leicht sein. Das ist hier, sehen wir schon nach der Fahne, das dürfte die letzte Wave sein. Es hieß ja auch schon, eine große Welle nähert sich. Und, naja, ich denke, ja, er ist hin. Wundervoll. Tag 4 war das jetzt mittlerweile schon. Den haben wir geschafft. Was bist denn du? Kann mich gar nicht mehr erinnern, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Ah, ja, genau. Ich stelle vor... Ach, er stellt sich sicher selbst vor. Hey, Nachbar! Kannst du mir die scharfe Soße borgen? Ich muss den immer erst aussprechen lassen, bevor ich vorlese. Es geht nicht anders. Ich warte hier schon ewig mit diesem Taco.
Ich liebe ihn. Oh, das war unglaublich. Ich liebe diese Stimme. Ich will den Taco noch einmal essen. Wo ist meine Zeitmaschine? Das ist Penny und ich bin Debbie Dave. Aber du kannst mich Debbie Dave nennen. Das Auto. Endlich ein anderer Benutzer, der meine Anfragen verarbeiten kann. Ich nehme an, Dave will in die Vergangenheit reisen, um seinen Taco zu essen. Mal wieder. Sie ist echt so schlau und jetzt los, ich will meinen Taco. Okay, wir sehen schon. Oh, oh. Da läuft etwas verdammt schief. Ja. Scheibenkleister. Willkommen im alten Ägypten. Ihr Taco wird in voraussichtlich 4500 Jahren fertig sein. Mehr oder weniger. Das stinkt doch zum Himmel. Ich bin sicher, dass mein Taco hier irgendwo ist. Aber zuerst? Denn zum Pflanzen sind sie da? Was? Okay. Okay, Julia Trents Reise ins alte Ägypten. Ah, Pflanzen. Okay, machen wir. Da... Oh, wir merken schon an der Musik, da kommt was anderes auf uns zu. Und altes Ägypten, 4500 Jahre. Oh, du meine Güte, was erwartet uns hier? Das wird ganz schön knifflig. Und ich werde diese Folge länger machen als meine normalen Let's Play Parts, damit wir im ersten Part auch ein bisschen mehr von dem Spiel sehen. Ich brauche eine Sonne, damit ich den abschießen kann, aber ich habe noch viel Zeit. Wir sehen schon, dieser Zombie hier sieht anders aus. Eine Mumie. Wir sind immerhin im alten Ägypten. Tag 1. Steht auch schon so schön hier oben. Damit man auch ein bisschen die Übersicht behält, in wievielten Tag man denn schon hat. Und das wird jetzt sehr interessant. Und hier kommt ein ganz, ganz netter Gegner. Denn jetzt wartet mal, ich werde jetzt mal keine Sonne aufsammeln. Genau, der nimmt mir jetzt nämlich die Sonne weg. Und das finde ich ganz schön mies von dem. Ganz schön mies. Aber das wird mit Sicherheit auch kein Grund sein, das Spiel nicht zu schaffen. Dann ist eh schon... hin. So. Was ich ganz lustig finde, ist, ich habe ja auch von Honeyball die Let's Play geguckt. Und zwar von Pflanzen vs. Zombies unter anderem. Also dem ersten Teil. Und wenn man das Spiel spielt und gerne spielt, dann sitzt man wirklich teilweise da und will mit der Maus schon fast die Sonne mit aufsammeln. Wenn mal die Sonnen nicht mit aufgesammelt werden. Denn wenn das Spiel ein bisschen hektisch wird, dann kann es auch durchaus passieren, dass man mal die Sonne nicht so schnell einsammelt. Und auf dem Handy mit dem Finger ist man manchmal ein bisschen schneller. So, die beiden, die schaffen auch. Batsch, 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 batsch. Und batsch, und batsch, und batsch. Und hier machen wir die nächste hin. Weil hier kommt eine Pylone mit einer Kobra. Ja, es ist sehr schön in dem ägyptischen Stil gehalten. Das gefällt mir ganz, ganz stark. Und ich habe eben auch so ein ägyptisches Level gesehen auf der Gamescom. Und das fand ich so klasse. Nur, das war schon, da wurde schon viel, viel mehr gespielt. Die hatten einfach nur ein Tablet stehen und da haben natürlich schon ganz viele Leute gespielt. Dementsprechend waren auch schon viele Dinge freigeschaltet und ich war so... so überwältigt von den ganzen Dingen, die da freigeschaltet worden sind. Das fand ich so klasse. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Vor allem die Leute, die es vielleicht noch gar nicht gespielt haben und vielleicht noch gar nichts gesehen haben, aber den ersten Teil total gemocht haben. So, ich muss dazu sagen, ich bin sehr akribisch. Man merkt schon, ich lege relativ viel Wert darauf, dass die Reihen gleich sind. Das ist so eine kleine Eigenart von mir. Es kommt sehr selten vor, dass ich dann die Pflanzen mal nicht recht akribisch setze. Beispielsweise, wenn ich hier jetzt Pea-Shooter setze und hier eine andere Art von Shooter und ich setze versehentlich die Pea-Shooter schon in die zweite Reihe, dann kommt dahinter der andere Shooter, dass es alles irgendwie gleich ist. Ja. Ob das jetzt nervig ist oder einfach nur in Ordnung, das müsst ihr mir am Ende sagen. Wie gesagt, ich gehe das Spiel ja doch auch schon ein bisschen mit Systemen durch. Aber glaubt mir, spätestens hier in Pflanzen vs. Zombies 2 ist teilweise mit dem System Schluss. Denn das zieht ganz schön an von der Geschwindigkeit und von der Schwierigkeit her, das werden wir noch feststellen. Das Spiel, um es mal auch zu erwähnen, ist kostenlos. Das war Pflanzen vs. Zombies 1 nicht. Dafür haben sie aber was eingebaut und das werden wir auch dann später noch kennenlernen, aber ich denke, das kann ich gerne vorwegnehmen. Wir können später mit Echtgeld Dinge kaufen und da weiß ich nicht, ob ich so begeistert davon sein soll. Ja, dafür ist es halt kostenlos, aber man kann es angeblich komplett durchspielen, ohne einen Cent in die Hand genommen zu haben.
Karte des Raumzeitdingsbums. Achso, hier, du hast einen Preis erhalten. Yay! Karte des Raumzeitdingsbums. Eine uralte Pergamentlandkarte von kosmischer Bedeutung. Na, das wird wohl was sein. Gute Neuigkeiten. Penny hat eine Karte zu meinem Taco gefunden. Und wir sehen hier schon, oh du meine Güte, außer dem alten Ägypten wartet auch ein Piratenzeitalter und ein Westernzeitalter auf uns. Nein, das ist nur eine Raumkarte der Welten, die wir erkunden könnten. Mumien und Piraten und Cowboys. Junge, Junge. Irgendwie sollten wir schon einen Weg zu den anderen Welten finden. Für den Anfang geht es aber ins alte Ägypten. Und wir sehen, wenn wir hier rüber gucken, hier kommt auch noch was Alien-mäßiges. Das scheint wohl dann ein bisschen zu weit in der Zeit zu sein. Und wir könnten hier auf Vorschau klicken. Das Jahr 1679, das goldene Zeitalter der Zombie-Piraten. Bewache deine Beute und Pflanzen, da die Zombies in See stechen, um dein Gehirn zu plündern. 33 neue Gegenstände, 22 Level, eine Herausforderung, 8 Pflanzen und 2 Verbesserungen. Und im Wilden Westen? Der große Hirnrausch von 1850. Reise in eine staubige Vergangenheit und stell dich mit deinen Pflanzen den Zombie-Gesetzlosen des Wilden Westens. Auch hier 33 neue Gegenstände, 22 Level, eine Herausforderung, hier nur 7 Pflanzen, aber dafür 3 Verbesserungen. Aber momentan können wir leider nur hier rein. Aber das ist nicht so schlimm. Und, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab was gesehen. Aber Moment. Na, das sieht doch wie die Karte zu meinem Taco aus. Um genau zu sein, ist es eine Weltkarte, die uns zu neuen Pflanzen führt und uns hilft. Ja, das sagt ja nicht viel. Benutzer Dave, es gibt wichtigere Dinge als... Los, suchen wir nach meinem Taco! Ach. Das nächste Level wurde freigeschaltet. Okay. Und hier sehen wir etwas, was ich auch ganz klasse finde. Und zwar reisen wir ab und zu wieder in unsere Zeit zurück. 17 Stunden, 4 Minuten und 47 Sekunden hätten wir jetzt noch Zeit, denn das ist eine Herausforderung, wo man dreimal in einer Folge machen muss, um dann irgendwas zu bekommen. Ich weiß nicht was, denn ich habe es selbst leider noch nicht gemacht. Ich habe das Handy heute von meinem Partner noch nicht in die Hand genommen und scheiße, ich habe die letzten beiden gehabt. Ja gut, das heißt, wenn ich jetzt dann später ins Bett gehe, ach egal. Ich zeig's euch mal. Schließe Tag 5 in alten Ägypten ab und das Ereignis kann beginnen. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Na gut, dann machen wir halt erstmal Level 2. Das alte Ägypten, Tag 2. Die Pflanzen sehen hungrig aus. Wenn du ihnen doch noch etwas geben könntest. Spezialdünger ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen. Der Grundbestandteil eines jeden guten Frühstücks. Ziehe den Spezialdünger auf die Pflanze. Oh, und das liebe ich so an dem Spiel. Entschuldigung. Nutze Spezialdünger, um diese Zombies zu erledigen. Gut, machen wir mal. Denn dann passiert nämlich das hier und das hilft uns so ungemein weiter. Zerstöre jetzt den Eimer-Zombie, denn dieser Zombie, der braucht ewig bei einem normalen Pea-Shooter. Wir haben es ja vorhin gesehen. Das ist der Eimer-Zombie, den wir vorhin schon hatten, nur diesmal halt mit einem anders aussehenden Eimer, aber im Grundprinzip ist der gleiche. Und so ging er natürlich viel schneller. Leuchtende Zombies haben Spezialdünger dabei. Okay, die sind ja sehr gut hervorgehoben, deswegen sehen wir das ganz gut, dass da ein Dünger dahinter ist. Deswegen kann man auch manchmal strategisch vorgehen und versuchen, die als erstes zu killen, wenn die auftauchen. Sammle den Spezialdünger. Ob Pflanzendünger wohl auch für andere Pflanzen funktioniert? Na natürlich, würde mich wundern, wenn es nicht geht. Gut, dann werden wir diesen Level anpacken. Und schwupp. Ja, wie gesagt, ich werde versuchen, wenn alles hinhaut, diese Folge noch vor Bayonetta zu bringen. Denn heute kam der, also für mich kam heute der vorletzte Part von Bayonetta. Aber ich kann es eigentlich kaum erwarten, euch zu zeigen, dass es dieses Spiel jetzt hier auf meinem Kanal geben wird, weil ich das Spiel einfach so liebe. Und deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass es noch vor Ende von Bayonetta kommt. Einfach nur, damit ihr seht, weil ich es einfach teilen möchte mit euch, weil ich dieses Spiel einfach vergöttere. Und ich wiederhole mich vermutlich. Ja, aber ich bin auch sehr gespannt auf euer Feedback, ob ihr das Spiel überhaupt sehen wollt. Aber wenn es nur einer sehen will, dann reicht es mir auch schon. Muss ich ganz ehrlich zugeben. So.
Ja, ist einer mit Pflanzendünger. Oh, das tut mir aber leid, wenn du jetzt sterben musst. Oh. Ja, und natürlich kommt gleich einer hinterher, damit wir den Pflanzendünger sofort ausgeben müssen. War ja irgendwo klar. Aber ich muss in diesem Spiel die Maus schneller stellen, stelle ich fest. Ist ja fast ein bisschen zu langsam. Ich bin wirklich schon sehr gespannt, ob ihr die Maus überhaupt seht. Ich bin mir nicht sicher, denn ich kann lustigerweise bei dem Emulator mit der Maus jederzeit aus dem Bildschirm rausfahren. Es ist eigentlich schon ein Indiz, dass sie vielleicht nicht mit aufgenommen wird. Ah, hier kommt schon wieder einer mit Dünger. Yay. Und einer der Sonnencloud. Ich hasse die. Ja, was ich ganz witzig finde, das ist mir jetzt hier noch nicht aufgefallen, dass die Brains sagen, oder? Nee, leider nicht. Finde ich ein bisschen schade. Denn im ersten Pflanzen vs. Zombies-Teil sagen... Ach, das war jetzt Mist, ich jetzt hier hinsetzen sollen. Ah, machen wir lieber mal vorsichtshalber eine Kartoffelmine. In der Hoffnung, dass sie sich noch rechtzeitig entpuppt. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, im ersten Pflanzen vs. Zombie-Teil bin ich immer da gesessen und habe mich immer gewundert. Das Spiel war auf Englisch synchronisiert, es war auf Deutsch, aber es hätte mich gewundert, wenn es auf Deutsch synchronisiert gewesen wäre, denn das Spiel hatte ja nur eine Umstellung von der schriftlichen Synchro aufs Deutsche. Aber ich habe immer gehört, dass die Zombies meins sagen. Und das hat mich so gewundert. Ich dachte mir, es ist ein englisches Spiel, das ich aber auf Deutsch umstellen kann. Die Synchro ist mit Sicherheit nicht betroffen. Derweil sagt er immer so blöd, meins. Und das ist, heißt eigentlich Brains. Und ich habe immer meins verstanden. Oh, wie blöd. Und ich habe voll lange gebraucht, bis ich das erste Mal verstanden habe, dass der nicht meins, sondern Brains sagt. Das hat so lange gedauert. Brutalst. Aber naja, ich fand es immer ganz lustig. Heute höre ich leider auch nur noch Brains. Das ist ein bisschen schade, aber nun ja. Wir sehen schon, wir können maximal 3 Dünger sammeln. Und das ist eine Pflanze, die man im Pflanzen vs. Zombies 1 erst in dem letzten Abschnitt bekommen hat. Die bekommt man hier jetzt schon. Und zwar welche? Du hast eine neue Pflanze, Cola-Pult. Schleudert Kohlköpfe über Hindernisse hinweg auf den Feind. Und was uns das bringt? Das werden wir jetzt auch noch gleich herausfinden. Denn jetzt werden wir etwas ganz Blödes kennenlernen. Weißt du, was praktisch wäre? Was denn? Wenn man irgendwo mehr über Pflanzen und Zombies lesen könnte. Meinst du sowas wie das interaktive Lexikon? Nee, das würde nie funktionieren. Sieh dir das Lexikon an. Okay. Genau, hier können wir uns das Ganze anschauen und das ist ein bisschen detaillierter als das, was wir bisher gesehen haben. Denn gerade hatten wir ja den Kohl. Und bei dem Kohl stand ja nur Cola-Pulte, schleudern Kohlköpfe auf den Feind, beziehungsweise über Hindernisse hinweg. Und hier steht es ein bisschen genauer. Das Cola-Pult hat an der altehrwürdigen Universität von Kologna promoviert und weiß einiges übers Durchstarten. Außerdem kocht es eine großartige Suppe. Ja, das ist schwachsinnig, das müssen wir eigentlich nicht wirklich wissen, aber... Es macht irgendwie das ganze Spiel nochmal sympathischer. Schaden normal. Reichweite ist die Wurfweite. Ganz lang, ganz weit. Also im Endeffekt bis ans Ende. Und Aufladen ist schnell. Aufladen ist nämlich ganz wichtig, denn ihr habt es vielleicht gesehen, wenn wir so eine Pflanze hingepflanzt haben, hat es manchmal ein bisschen gedauert, bis wir sie wieder pflanzen konnten, obwohl wir genug Sonnen haben. Die laden sich nämlich auch auf. Sonnenblumen sind wichtig, denn sie produzieren Sonnen. Pflanze so viele wie möglich. Sonnenproduktion normal. Aufladen schnell. Seit ihrem ersten Überraschungshit Zombies auf dem Rasen hat die Sonnenblume viele weitere tolle Videos auf ihrem YouTube-Kanal gepostet. Derzeit verpasst sie ihre Bewerbung für das Let's Dance Sonnenblumen-Spezial den letzten Schliff. Naja, hier können wir auch bei den Zombies reinschauen, was wir jetzt schon alles für welche kennengelernt haben. Können zum Beispiel sehen, dass die eigentlich alle noch gleich schnell sind, oder? Außer der, sobald er hungrig wird, wird er ein bisschen schneller. Okay, gut zu wissen. Und hier Verbesserungen. Die könnten wir jetzt hier kaufen. Hier würden wir zum Beispiel startet das Spiel mit 25 extra Sonnen, müsst ihr 3,59 zahlen. Ich glaube aber, dass das für jedes Level dann gilt. Aber ganz ehrlich, ich zahle doch jetzt nicht Geld dafür. Vor allem, dass wir werden schon noch sehen, dass wir nicht immer jeden Bonus bezahlen müssen. Mit viel Geduld schaffen wir es trotzdem. Erbsenkanone, so heißt das Ding also. Okay. Gut.
Wir haben jetzt noch einiges an Level vor uns. Ein Angriff auf dein Haus in der Moderne steht unmittelbar bevor. Bestimmt, das ist kein Angriff. Ich wette, es ist eine Party. Oh, bitte lass es eine Piñata-Party sein. Negativ. Zombies aus allen Zeitaltern machen sich bereit für den Angriff. Wer weiß, was sie noch so mitgebracht haben. Für mich ging es nach einer Party. Beeilung. Das sollten wir nicht verpassen. So, jetzt möchte ich euch aber mal das hier zeigen. Das hier ist das alte Ägypten. Jetzt müssen wir mal wieder reinzoomen. Und wir sehen hier schon, hier gibt es sowas wie Sterne. Wir können hier also auch Sterne verdienen. Und dann gibt es hier Schlüssel. Hier brauchen wir nur einen Schlüssel. Hier brauchen wir schon drei Schlüssel. Hier brauchen wir vier. Hier auch vier und hier fünf. Und hier sehen wir, hier warten diese Verbesserungen dahinter. Eben diese Verbesserungen, die wir für Echtgeld kaufen können. Also braucht man einfach nur Geduld. Geduld, um das Spiel weiterzuspielen, denn mit Geduld kann man eben auch die ganzen Dinge freischalten, ohne echt Geld auszugeben. Das Problem an dem Ganzen ist nur leider, man braucht viel Geduld, denn man bekommt nicht einfach mal 15 Schlüssel in einem Level, nachdem man 10 Minuten gespielt hat, und das macht das Ganze leider ein bisschen ärgerlich. Das finde ich persönlich im Moment ein bisschen störend. Weil man hat schon das Gefühl, um so richtig den Spielspaß zu bekommen, müsste man jetzt Geld ausgeben. Denn hier sehen wir, würden wir hier einen Schlüssel ausgeben, bekämen wir diese Pflanze. Hier ist auch eine Pflanze versteckt. Hier für 4 bekommen wir diese Doppelsonnenblume, die ich liebe. Ich habe die so gerne benutzt. Und da fühlt man sich natürlich schon ein bisschen genötigt, Geld für das Spiel auszugeben. Werde ich aber nicht machen. Und ich weiß gar nicht, ob es über einen Emulator möglich wäre. Vermutlich schon. Ja, aber ich würde sagen, das sind jetzt 30 Minuten, in denen ich euch ein neues Let's Play vorgestellt habe. Bombardiert mir die Kommentare mit eurer Meinung. Freut euch auf dieses Projekt oder freut euch vielleicht nicht? Mögt ihr das Spiel nicht? Habt ihr es vielleicht selbst gespielt und was haltet ihr davon? Ja, das wären so die Fragen, die ich mir stelle. Aber ich verabschiede mich jetzt für heute. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.